er jetzt auch nicht, aber wir kriegen ihn vielleicht ja nachher nochmal zu hören. Pass auf, dass du kein Putzlumpen wirst. Ich kann es nicht so schön auf Schwäbisch sagen, aber ich wollte sagen, passt bitte auf der Straße auf, das sage ich einfach zu eurem eigenen Interesse und zu eurer eigenen Sicherheit, bitte passt auf der Straße auf, weil die ist für den Verkehr freigegeben worden. Dann habe ich noch eine amtliche Durchsage zu machen, die hört sich jetzt dramatischer an, als sie ist. Die kleine Nora sucht ihre Mami und ihre Mami soll mal winken, wurde mir gesagt. Hört sich, wie gesagt, dramatischer an, als es ist. Es ist nicht so schlimm, wie man jetzt denken könnte. Ja. Irgendwo da hinten ist sie. Also, nachdem wir jetzt eine geballte Ladung Musik und Kabarett genießen konnten, haben wir jetzt ein paar Informationen zu unserem Kopfbahnhof, zum Bonatzbau. Und der Mann, der sie präsentiert, den werden die meisten von euch kennen, den werden sie kennen. Es ist der Norbert Bongartz, Oberkonservator im Ruhestand, ehemaliger Denkmalpfleger am früheren Landesdenkmalamt. Meine Lieben, an der Hartnäckigkeit der einsichtsverweigernden S21-Verantwortlichen schier verzweifelnde, immer noch nicht resignierende, mitleidende Mitbürger und Mitbürgerinnen. Wie oft haben wir uns schon alle gefragt, ob es noch einen Sinn hat, hier am Bahnhof für seinen Erhalt einzustehen und gegen das politisch durchgedrückte unterirdische Brennwerk zu demonstrieren. Wie oft habe ich mich gefragt, ab wann es auch für mich Zeit ist, ohnmächtig mit anzusehen, wohin nun die Kugel rollt, nachdem sich eine Mehrheit der zur Volksabstimmung gegangenen Bürger hinter das S21-Projekt gestellt haben. Viele derjenigen Bürger, die gegen den Ausstieg gestimmt hatten, davon bin auch ich überzeugt, waren nur unzulänglich oder gar falsch informiert. Sie hatten leider das Recht dazu, schlecht oder uninformiert zu sein. Doch hatten bzw. haben die Befürworter auf der politischen Ebene kein Recht auf die Desinformationen, die wir haben erleben müssen. Ich finde, wir dürfen diesen Volkszertretern gegenüber nicht nachgeben. Wenn unser argumentatives Gegengewicht wegfallen würde, würden wir deren Dreistigkeit nur weiter beflügeln. Ihre Devise, bauen wir mal, ungeachtet aller noch drohender Probleme und Risiken, ist unverantwortlich und dient nicht dem Wohl des Volkes. Es ist daher, wie ich finde, unser Recht, ja unsere moralische Pflicht, das Gewicht, welches den Verantwortlichen schon bald oder auch später auf die eigenen Füße fallen wird, nicht zu klein werden zu lassen. Die Polizei hat die Strafensteuerung aufgehebt und ich möchte Sie noch nicht. Die Polizei hat den Einsatz für heute auch beendet. Ende der Durchsage. Großartig, einfach großartig. Die schönsten
Aber hört schon. Die schönsten Satiren schreibt doch das Leben selber. Darum bin ich auch heute wieder hier, um dazu beizutragen, den drohenden weiteren Verlust am Bonatzbau zum wiederholten Male zu umreißen, als einen unverzeihlichen Fehler der hierfür Verantwortlichen in kulturpolitischer Hinsicht. Meinen Beitrag heute Abend wollte ich in zwei Abschnitte gliedern. Zunächst in einem ersten Schritt will ich so knapp wie möglich die architekturgeschichtliche Bedeutung des Kopfbahnhofs, insbesondere des Bahnhofsgebäudes, nicht nur als Baugeschichtler behaupten, sondern auch begründen. Ob danach der nächste Absatz noch kommt, das müssen wir sehen. Kommen wir zum Abschnitt 1, der Begründung der hohen Bedeutung des Stuttgarter Hauptbahnhofs in der Architekturgeschichte. Es tut mir leid, es wird jetzt etwas nüchtern, aber die Schlussfolgerungen sind schon wichtig. Und mir ist es einfach ein Anliegen, nicht zu sagen, das ist großartig, sondern das auch noch einmal zu begründen. Solange es noch möglich ist. Also, der Hauptbahnhof ist anerkanntermaßen eines der frühesten deutschen Zeugnisse des neuen Bauens nach der Epoche der Gründerzeit. Obgleich die Stuttgarter um diese Bedeutung wissen, gibt es doch auch viele, die das graue und raue Gemäuer des Bahnhofs und seine Monumentalität nicht wertschätzen, weil sie die Architektur als zu abweisend empfinden oder zu stark an Bauten der Nazizeit erinnernd. 1911 hatte die damalige Reichsbahn einen neuen Hauptbahnhof geplant mit einem bis zu dreigeschossig übereinander geschichteten Gleisgebirge im Gleisvorfeld, welches damals eine unglaubliche Neuerung, weitgehend kreuzungsfreie Zugfahrten in den Kopfbahnhof möglich machte. Das ist auch heute noch eine seiner großen Besonderheiten. Den Wettbewerb zum Bahnhofsgebäude hatte Paul Bonatz und sein Kompagnon Friedrich Schohler mit ihrem Entwurf gewonnen, dessen gute Funktionalität von Anfang an gerühmt wurde. In den darauf folgenden 3 Jahren bis zum Baubeginn hat Bonatz den zunächst in einem sogenannten neuen Stil gestalteten, im Vergleich zur Ausführung weit gefälligeren Entwurf des Bahnhofsgebäudes in mehreren Schritten stark vereinfacht, gestrafft und versachlicht. Bonatz verlieh dem Bahnhof schrittweise eine schlichte, zeitlose Monumentalität, frei von Pomp, was er durch die stark asymmetrische Inszenierung der Baukörper erreichte und durch einen Verzicht auf gewaltige Sockel oder wuchtige Kapitelle oder sonstige Schnörkel. Offenbar sollte der Bahnhof von Anfang an so wirken, als ob er dort schon seit langem, seit Jahrhunderten stehe. Mit der Überarbeitung bis 1915 vollzog Bonatz einen sehr bedeutsamen Schritt hin zur Moderne. Sein Bahnhof erhielt nicht nur einen Modellcharakter für spätere Großbahnhöfe in Europa, sondern auch eine Vorreiterrolle für die zeitgenössische, sachliche Architektur der ersten Moderne. Dieser erste Moderne folgte 12 Jahre später in der Stuttgarter Weißenhof-Siedlung eine zweite, dogmatischere Moderne, die uns dort in einer gestraffteren, geglätteteren Ausprägung entgegentritt. Der monumentale Maßstab des Bahnhofs war damals ein neues Glaubensbekenntnis. Bonatz schuf hier ein Monument für das moderne Reisen mit dem Zug und ein neuartiges Eingangstor für die in Stuttgart startenden und ankommenden Reisenden.
Stuttgart wurde so erstmals augenfällig zu einem Partner der Welt. Ein Werbespruch, mit dem die Stadt 50 Jahre später in den 1970er Jahren für sich warb. Heute ist die Stadt bescheidener geworden und sie beansprucht nur noch, das Herz Europas werden zu wollen. Der Schritt, die Bahnhofsfront mit einer hohen Pfeilerhalle zu öffnen, war im ersten Entwurf noch nicht vorhanden und für einen solchen Bahnhof neuartig. Wir dürfen darin ein frühes und zugleich bedeutungsvolles Zeugnis für den sich um 1913 abzeichnenden und künftig weiter anwachsenden Autoverkehr sehen, nämlich auf breiter Front konnten neben den Straßenbahnen nun Taxis und private Autos vorfahren und die Leute in den Bahnhof entlassen oder vom Bahnhof aus aufnehmen. Bonatz gab der zunächst geschlossenen Front damit die Funktion des Übergangs vom Individualverkehr zum boomenden Verkehr auf der Schiene. Mit den unterschiedlich und sehr qualitätvoll durchgestalteten Seitenflügeln, jetzt macht die Lampe meiner eigenen Konkurrenz, trug Paul Bonatz neben den unterschiedlichen Funktionen der Flügelbauten und ihren stadträumlichen Gegebenheiten Rechnung. Der noch erhaltene lange Südflügel besticht durch die starke Rhythmisierung seiner kubischen Baukörper, vielleicht kommen wir daher nochmal ins Detail, denen Bonatz mit den schlanken Blendnischen eine spannungsvolle, harmonische, fast schon sakrale Würde verlieh. Wer diese Qualitäten nicht wahrnimmt, der leidet, wie ich meine, unter einer ästhetischen Wahrnehmungsstörung oder unter einer selbstgefälligen Borniertheit. Bonatz verband die versachlichte Architektur seines Bahnhofs mit einer starken Betonung der verschiedenen Baumaterialien, die er handwerklich sehr qualitätvoll bearbeiten ließ. Gerade die gediegenen Steinmetzarbeiten und das Backsteinziermauerwerk im Inneren des Bahnhofs belegen, dass Bonatz kein revolutionärer Architekt der Moderne war. Er war eher ein Reformer. Er wollte die Architektur in eine neue Zeit überführen, jedoch ohne die Traditionen über Bord zu werfen, was sich die Architekten der Weißenhofsiedlung aber später zum Ziel gesetzt hatten. Sie wollten total voraussetzungslos neue Architektur schaffen. Das unterscheidet diese beiden Strömungen voneinander. Ein solch bedeutendes Baudenkmal zwingt die Gesellschaft eines Landes, das sich seiner Kultur und Kulturgeschichte bewusst ist, üblicherweise, zu einer Art von Beißhemmung, wenn es darum geht, dass das betreffende alte Bauwerk untauglich geworden ist und zeitgemäße Veränderungen anstehen. Im Vorfeld irgendwelcher Abbruchüberlegungen würden sich möglicherweise alle Verantwortlichen an einen Tisch setzen und nach einem Interessensausgleich zwischen Modernisierung und Bewahrung suchen. Die Architekten und Architektinnen, die sich für den Kopfbahnhof einsetzen, in deren Arbeitskreis ich mich mit engagiere, haben aufgezeigt, welche Entwicklungsmöglichkeiten im alten, aber längst nicht überalterten Kopfbahnhof stecken. Das Resultat, ihre Visionen, wurden jedoch beharrlich ignoriert. Ein Dialog mit den Fachinstitutionen ist hier in Baden-Württemberg unüblicherweise unterblieben. Ja, er wurde verweigert. Zur
Durchsetzung, Doppelpunkt, zur Durchsetzung ihrer Interessen schreckte die schwarz-gelbe Landesregierung unseres demokratischen Staatsgebildes nicht davor zurück, die in ihrem eigenen Auftrag tätigen Denkmalpfleger, jedoch auch die Geologen, mit einem Schweigegebot zu S21 zu belegen. Noch heute rege ich mich darüber auf und viele, die immer noch darauf hoffen, dass die Politik in unserem Land von Redlichkeit getragen sein möge. Wir wollen denen nicht vergeben, die wissen, was sie hier tun. Ich danke Ihnen für Ihr trotz alles aufgestauten Zornes vergleichsweise erstaunlich zu geduldiges Zuhören. So, jetzt. Ich hatte mir, meine Tochter, die hat in ihrem Alter, als sie 5 Jahre alt war, zu einer neuen deutschen Formel gefunden. Die Formel, ich habe mir das so ausüberlegt. Ich hatte mir ausüberlegt, jetzt einen Teil ohne Manuskript anzuschließen, um diese Architektur nochmal im Detail zu lesen. Aber ich glaube, wir haben nicht die Muße dazu. Und vielleicht erwarten Sie auch die nächsten Redner, denen ich gerne auch den Platz räumen würde. Vielleicht könnten wir es ja auch so machen, dass sobald es sich zeigen sollte, dass der Südflügel in einer Woche noch steht, wir eine halbe Stunde vor der Montagsdemo noch einmal Gelegenheit finden, die Architektur uns im Detail anzusehen. Ich glaube, das wäre auch der bessere Platz. Es wäre noch ein bisschen mehr Tageslicht. Insofern würde ich gerne auf diesen letzten Teil verzichten, ihn aber noch in Reserve halten. Ja.